Ja, ich möchte ja den Flammenwerfer dranhängen. Der sieht halt gar nicht mehr so defekt aus, nachdem ich ihn hingegangen habe. Die Samurai Edge mit dreifach Dauerschuss. Oha. Oh, okay. Das sieht nach Lisas Raum aus. Ja, okay. Übelst. Es macht mich schon etwas sehr bedrückt, hier dieses Verlies zu sehen, als umgebautes Kinderzimmer sozusagen für diese Kreatur, die einmal ein Mädchen war. Okay. Gibt es hier vielleicht noch was? Hier muss es noch irgendwas geben, was ich übersehen habe. Entschuldigt, vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Und selbst wenn es nur irgendein. Das heißt, es ist wirklich Raketenbums. Raketenbums? Ich feiere den Namen gerade richtig hart. Das ist super. Raketenbums. Alter. Bah, weg hier. Geht weg von mir, Schlangen. Okay, was haben wir hier? Familien. Boah. Ein weiteres Schmuckkästchen. Okay. War das hier alles, was es gibt? Nein. Dankeschön, Mr. Packmara. Vielleicht, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich selber ein Follow freuen. Wenn nicht, ist auch nicht weiter schlimm. Hab noch einen weiteren schönen Abend. Oh, Tagebuch. Das Bett ist noch warm. Ja, also normal spiele ich. Eine Menge Fotos von einem jungen Mädchen im Laufe ihrer Kindheit. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts Wichtiges vergessen. Ich prüfe mal kurz das Schmuckkästchen. Das Steinobjekt, was gefehlt hat, oder? Der Steinring. Das bedeutet, wir können in dieses Keller oder Laborkomplex, ich weiß nicht. Ein Familienfoto und Notizen. Okay, Raketenwerfer, aber dein Name ist besser, muss man wirklich sagen. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitor-Virus verabreicht, 10. November, da ist es, 1967. Jessica, Virus Typ A. Plasmolyse des Gewebes nach Zellaktivierung. Virus Fusion Negativ, Aktion eliminiert. Das war die Frau. Danke. Danke schön. Bis denn dann. Hau rein. Lisa, Virus Typ B. Plasmolyse des Gewebes nach Zellaktivierung. Virusfusion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderung. Konstantes Ergebnisse beobachtet. Status Schutzbeobachtung dauert an. George, Aktion terminiert. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. Seit der Spritze ist mir schwindelig. Mami ist verschwunden. Was haben die mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Ah, okay, cool, danke für den Tipp. Aber sie war eine Fälschung. Nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden, muss Mami Gesicht wiedergeben. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami in Kasten? Kasten steinhart, tut weh. Stahlseil im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine. Boah, Mutter weggenommen. Dieses arme Mädchen, das ist wirklich ein hartes Schicksal. Boah, das sind solche Monster. Also wie kann man, das kann man doch nicht. Kein Problem, Sailor Merkur. Ich würde mich auch über ein Follow freuen, wenn es dir gefallen hat. Wenn nicht, wie gesagt, ist auch okay. Und wenn ja, juhu und bis bald. Hau rein. Ach, da kommen wir raus. Ach, das ist ihre Hütte quasi. Okay.
Das erklärt einiges. Hier ist der Steinring. Dann würde ich sagen, dann bereiten wir uns mal darauf vor, durch diese Tür zu gehen. Wo ich nicht weiß, ich bin mir ziemlich sicher, dass da das Labor drin ist, würde ich schon fast sagen. Okay, das passende Metallobjekt. Wo ist denn jetzt hier? Hallo? Ja, ich suche nach einem Teil, was ich hier noch in der Fassung habe stecken lassen. Na, ich laufe falsch. Okay, einmal hier nach oben. Ich glaube, speichern wäre auch nicht ganz verkehrt. Ich glaube, wir haben noch ein, zwei Farbbänder übrig. Wenn ich hier so schaue, sieht es eigentlich ganz gut aus. Munitionstechnisch und farbbandtechnisch. Yay! Dankeschön! Cool, das freut mich. Dankeschön. Dann macht ihr noch einen schönen Abend. Dankeschön und bis bald. Inhalt wird gespeichert. Speichern beendet. Okay. So, okay. Das war hier das Farbband. Ich glaube, die Winde, die kann ich da lassen. In diesem Moment. Das Feuer einwandfrei. Das ist so beruhigend, ich weiß nicht warum. Das ist so eine beruhigende Wirkung auf mich hat. Da ist das erste Stein- und Metallobjekt und das zweite holen wir sogleich. Okay. Einmal so und einmal so. Oh, ich muss mich kurz umsetzen. Eine Sekunde. Okay. Ich glaube, wir sind sogar in der Nähe des Hauses, wenn ich mich nicht irre. Habe ich hier nicht einen Zombie niedergemäht? Ja. Nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich bin noch fast hier weg. Okay. So. Was ist denn hier los? Alter Schwede, warum sind denn da so viele... Ja, so viele Zombies? Alter, wie krass. Einfach mal an denen vorbeigewieselt. Okay. Die Frage ist, wo ist jetzt nochmal das Stein- und Metallobjekt? Aber ich glaube, das müsste doch auf dem Weg liegen. Okay. So. Ich bin übelst gespannt, was da unten ist. Ich tippe immer noch auf Labor. Ach, da hier. Lass uns der nette Westgard liegen lassen. Der Double Trader Agent, sozusagen. Da ist das zweite Objekt. Ja. Ich grüße dich, kleines Hallöchen. Hallo. Du bist so traurig. Traurig. Du bist nicht traurig, alles in Ordnung? Das freut mir. Ja. Okay. So, das ist eigentlich ganz passend. Das Stein- und Metallobjekt kommt später einmal rein. Ich würde sagen, für heute war das eigentlich eine ganz schöne Session. Speichertechnisch. Okay, so. Hütte. Okay, das war jetzt vielleicht etwas schnell hintereinander gespeichert, aber naja, was soll's, ne? Okay, Speichern beendet. So, okay. Das war der Wasserfall und das tunnelartige Labyrinth, was ich Jessicas Zuhause nennen darf anscheinend. Okay, das Farbband kann ich eh behalten. Dann würde ich sagen, für jetzt
erstes Mal gut. Und beim nächsten Mal geht's Richtung Keller, wo dieses gruselige Stöhnen herkam. Dankeschön, Leute, und bis bald. Macht euch noch einen schönen Tag, Abend oder sonst. Die geht sozusagen. Bis bald. Ciao.